Mewes sagt auch, wenn hier eine Bombe in die Luft geht, dann sterben vielleicht 20 von unseren Leuten, von Afghanen, und 2 von den Deutschen. Und es wird aber nur über die Deutschen berichtet, beispielsweise, wie sehr wird der Hass auf das ausländische Militär dort geschürt oder wie stark, wie ist denn die Sicht überhaupt auf die ausländischen Truppen? Das hat ja erstmal nichts mit Hass zu tun, sondern es ist eine Feststellung. Es ist interessant, dass wir das immer so in Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Es hat ja erstmal damit zu tun, dass man hier einem Kind, wie er den Krieg wahrnimmt, erstmal zuhört. Und das hört sich ganz anders an, als wir es denken, als die offizielle Politik es gerne hört. Und hier kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das von dem 10-jährigen Jungen eben nicht manipuliert ist, sondern er das aus seiner kindlichen Perspektive formuliert. Aber wir kriegen mit, da sind jüngere Erwachsene, die haben ähnliche Sicht darauf. Also einfach zur Diskussion gebe ich damit, wie kommen solche Menschen, die aufwachsen in dem Kontext des ausländischen Militärs, das sagt, es ist für die afghanische Bevölkerung da, aber trotzdem ist es eben noch irgendwo ein deutlicher Graben zu spüren, eine große Distanz. Und darüber diskutiere ich dann gerne, beziehungsweise gebe einfach diesen Anstoß, dass unser Medienbild, Tagesschau und ähnliche, eine irritierende Zuspitzung ist, die häufig eine ganz andere Wirklichkeit dahinter hat. Hasib ist auch einer ihrer Protagonisten, ein Landwirtschaftsstudent, der aber auch sich als Wahlbeobachter engagiert in Afghanistan und somit für Demokratie und Freiheit kämpft. Ist ein arabischer Frühling in Anführungszeichen in Afghanistan überhaupt denkbar, dass die Leute mal auf die Straße gehen und für ihre Rechte kämpfen? Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind ja neulich auf die Straße gegangen, ein Teil nach den Koranverbrennungen von amerikanischer Seite. Das waren allerdings vielfach organisierte oder bezahlte und weniger spontane, die vielleicht einem demokratischen Impuls in unserem Sinne gefolgt sind. Diejenigen, die sozusagen die Saat nach ägyptischem Vorbild sein könnten bei solchen Protesten, sind sehr realpolitisch unterwegs, das heißt, sie halten sich zurück. Die Straße ist sehr bedingt nur ein Ort für Proteste, weil die Menschen in vielen Jahren negative Erfahrungen gemacht haben. Die Polizei könnte sie nicht schützen, sondern im Gegenteil auf sie schießen. Und die Ablehnung der politischen Klasse in Afghanistan ist eben sehr groß, weil sich dort relativ viele Kriegsverbrecher, Warlords der letzten Jahrzehnte tummeln, die auch der Westen letztendlich mit unterstützt hat, weil er ja irgendwo auch ein Korsett der Stabilität, das immer sehr trügerisch ist, das haben wir auch im Fall Ägypten, Tunesien erlebt, mit daran gewebt hat. Und das ist jetzt unser Problem auch des Westens bei diesem bevorstehenden Abzug. Was fasziniert Sie persönlich denn an Afghanistan und den Menschen dort? Also trotz dieser ganzen traumatisierenden Jahrzehnte bestätigen auch ganz viele andere eine eben relativ große und beeindruckende Gastfreundschaft, Offenheit. Es ist eine ganz andere Intensität von Lebensgefühl dort, auch weil das Leben natürlich schon auf eine gewisse Art in jedem Moment bedrohter ist. Und was können wir von den Menschen in Afghanistan lernen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Manches ist ja vielleicht schon rübergekommen. Wir können sicherlich lernen, erstmal zuzuhören und uns weniger mit unserem Wissen, von dem wir meinen, es müsste so übernommen werden überall auf der Welt. Ich rede jetzt von westlichen Demokratien, die sich für so modern halten, dass sie meinen, Modernität wird überall mit ganz kleinem M geschrieben. Afghanistan hat einen sozusagen Demokratisierungsprozess über mehrere Jahrzehnte erlebt. Es war in der Zeit der Weimarer Republik wesentlich stabiler als Deutschland. Es hat seinen eigenen Weg auch jetzt in der Entwicklung des Journalismus, der respektabel weit ist, offen ist, viel in Freiheitsräume trotz des Krieges. Die Medien sind freier als in den ganzen Anrainerstaaten. Das ist doch dann auch nicht wenig angesichts dieser konfusen 10 Jahre, dieser tragischen 10 Jahre. Und da müssen wir Geduld haben. Und da ist was unterwegs, aber gewisse Früchte wird man erst 1-2 Generationen später ernten können.